Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Anwesende, dies hier ist ein Ort der Entehrung. Es ging Hitler und den Nazis nicht nur darum, die Männer und Frauen, die es gewagt hatten, Widerstand zu leisten, zu töten. Es ging ihnen darum, sie so zu töten, dass sie dabei entehrt werden. Das spüre ich immer, wenn ich den Galgen sehe. Und darin ist der Galgen dem Kreuz vergleichbar. Denn auch das Kreuz war nicht nur ein Tötungsakt, sondern war intendiert als Akt der Entehrung des Getöteten. Aber genau darin hat in der Auferstehung der Herr die Entehrung verwandelt in Ehre. Es ist ein Ort der Ehre Gottes, der Entehrten. Und in diesem Bewusstsein wollen wir miteinander Gottesdienst feiern, den Dienst, den Christus geleistet hat, den Dienst, den die Ermordeten und Entehrten hier geleistet haben. Und wir wollen miteinander vereint Mahl halten, so wie so viele von ihnen vor ihrer Hinrichtung mit Jesus zusammen das Abendmahl gefeiert haben. Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffenen Lichte. Vertreibe durch deine Macht unsere Nacht. Herr, deiner Güte Morgentau, falle auf unser matt Gewissen. Gib, dass deine liebe Glut unsere kalten Werke töte, dass wir, ehe wir gar vergehen, recht aufstehen. Herr, erbarme dich,
allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme alles von uns, was uns von ihm und untereinander trennt, und führe uns zum ewigen Leben. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast die Märtyrer von Plötzensee stark gemacht im Glauben und im Vertrauen auf deine Kraft. Lass auch uns wachsen in der Zuversicht, dass du in allen Nöten des Lebens bei uns bist und wir so dein Heil erfahren in Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Testament, aus dem ersten Buch Mose im 12. Kapitel. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Amen. Liebe Gemeinde, hier an der Gedenkmauer von Plötzensee, das ist lange her. Abraham macht sich auf und Sarah ist selbstverständlich mit ihm unterwegs. Das ist lange her. Aufbruch in ein anderes Land, allein auf Gottes Zusage hin, die Verheißung von Segen. Das ist noch nicht so lange her. Bundesaußenministerin Baerbock sagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht und gab wieder, was viele von uns am 25. Februar gedacht haben. Eine andere, fremde Welt ist uns aufgenötigt worden. Wir merken das Tag für Tag, auch wenn, Gott sei Dank, nicht in der Weise wie die Menschen in der Ukraine. Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, nicht freiwillig wie Abraham und Sarah, ganz ohne Segenszusage, allein in Sorgen, miteinander in Sorgen, Sorgen in ganz verschiedener Weise um die Energieversorgung,
um das soziale Miteinander unter schwierigen Bedingungen. Sorgen, die aus längst vergessen geglaubten Erinnerungen auf einmal wieder auftauchen. Sorgen um den Frieden, um das Leben überhaupt. Aber auch Abraham und Sarah hatten Sorgen, da kann man wohl von ausgehen. Andere Sorgen gewiss, als wir in dieser uns aufgenötigten anderen Welt. Wohin wird es gehen, fragten sie sich. Wen werden wir treffen? Werden die Menschen freundlich mit uns sein? Werden wir genug zum Leben finden? Abraham und Sarah hatten andere Sorgen, aber nicht weniger bedrängend als unsere. Auch Abraham und Sarah hatten Sorgen und sie hatten diese Zusage von Gott. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Die Verheißung von Segen. Da hatten sie nun aber auch nicht so viel in der Hand, nicht wahr? Segen? Und doch genügte es ihnen, wenn wir der alten Erzählung glauben. Da zog Abraham aus, wie Gott zu ihm gesagt hatte, macht sich auf den Weg mit Sarah und mit Lot bis nach Kanaan, lässt alles zurück im Land der Väter und Mütter, im Vertrauen auf Gottes Segen. Gottes Segen, da hat man nicht so viel in der Hand, nicht wahr? Was ist das schon, Segen? Was bringt mir das? Was bringt das der Welt? Bringt mir das was, auch heute noch? Brachte es etwas denen, derer wir hier gedenken? Bringt das etwas der Welt in diesen schlimmen Tagen? Ist das nicht unmöglich, dass Segen Gottes etwas bringt? Ein Text von Dietrich Bonhoeffer ist mir dazu in den letzten Wochen wichtig geworden, hat mich überhaupt erst auf diese Segensspur gebracht. 1945 hat Bonhoeffer ihn im Gefängnis in Tegel geschrieben. Das ist lange nach Abraham und Sarah gewesen und doch auch schon lange her, 78 Jahre. Und auch Dietrich Bonhoeffer und seine Zeitgenossen hatten Sorgen, ganz gewiss andere als Abraham und Sarah, ganz gewiss andere als die, die wir heute haben, unvergleichbar ohnehin. Bonhoeffer schrieb eine Meditation über die Losung vom 8. Juni 1944 aus dem 1. Petrusbrief. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Bonhoeffer selber ordnet seine Gedanken ein als nur in Eile hingeworfen und nicht vorher formuliert. Eberhard und Renate Bethge sind die Adressaten. Seine Worte sollen ihnen, wenn möglich, etwas helfen, schreibt er. Mir haben sie geholfen, Gottes Segen für diese Welt noch einmal neu zu begreifen. Vielleicht hilft es auch ihnen, selbst hier neben den Galgen von Plötzensee. Bonhoeffer schreibt, vom Segen Gottes und der Gerechten lebt die Welt und hat sie eine Zukunft. Segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. So tun wir es mit der Welt, die uns solches Leiden zufügt. Wir verlassen sie nicht. Wir verwerfen, verachten, verdammen sie nicht, sondern wir rufen sie zu Gott, wir geben ihr Hoffnung. Wir legen die Hand auf sie und sagen, Gottes Segen komme über dich. Er erneuere dich, sei gesegnet, du von Gott geschaffene Welt, die du deinem Schöpfer und Erlöser gehörst. Wir haben Gottes Segen empfangen in Glück und in Leiden. Wer aber selbst gesegnet wurde, der kann nicht mehr anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden.
dies Unmögliche ist der Segen Gottes. Segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. Offenbar hatten Abraham und Sarah eine Ahnung von dieser unmöglichen Erneuerung durch Gottes Segen, fühlten sich stark genug für den Weg in das unbekannte andere Land, haben später viel Segen weitergegeben an die, die nach ihnen kamen. Offenbar hatte auch Dietrich Bonhoeffer eine Ahnung von dieser unmöglichen Erneuerung durch Gottes Segen, durch den Segen der Gerechten, zu denen so viele hier in Plötzensee geworden sind. Er fühlte sich stark genug für seinen Weg, ist sehr viel später vielen anderen als Gerechter zum Segen geworden, durch sein Leben, durch sein Denken, durch sein Schreiben. Ich glaube, es ist gut und notwendig, sich daran zu erinnern, auch hier bei den Galgen von Plötzensee, in unserer plötzlich so anderen Welt. Gott kommt uns segnend entgegen, auch in schwierigen Zeiten. Leiden und Segen schließen einander nicht aus. Wir haben Gottes Segen empfangen in Glück und in Leiden, schreibt Dietrich Bonhoeffer. Und deshalb legen wir die Hand auf die Welt und sagen, Gottes Segen komme über dich, er erneuere dich, sei gesegnet, du von Gott geschaffene Welt, die du deinem Schöpfer und Erlöser gehörst. 6 Wochen später schreibt Bonhoeffer an anderer Stelle, auch an Eberhard Bethge, übrigens muss ja auch im Alten Testament der Gesegnete viel leiden, aber nirgends führt das dazu, Glück und Leiden bzw. Segen und Kreuz in einen ausschließlichen Gegensatz zueinander zu bringen. Der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament liegt wohl in dieser Hinsicht nur darin, dass im Alten Testament der Segen auch das Kreuz, im Neuen Testament das Kreuz auch den Segen in sich schließt. Genau wie schon Abraham und Sarah, genau wie Dietrich Bonhoeffer und seine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, auch ihre Angehörige bis hierher an die Galgen von Plötzensee und an anderen Orten. Genauso will Gott auch uns und diese Welt in all ihrem Leiden, in all ihren Herausforderungen segnend begleiten. Am Ende eines jeden Gottesdienstes steht daher die Zusage von Gottes Segen für die Wege in die Welt. Wieder und wieder wird so Segen auf uns gelegt, auf sie, auf dich, auf uns alle zu sagen, du gehörst trotz allem Gott, im Glück und im Leiden, im Schönen und im Schweren. Auch wenn es dir ganz unmöglich scheint, Gott gehört trotz allem zu dir, sogar bei den Galgen von Plötzensee. Und wie Abraham und Sarah geben wir Segen weiter, legen anderen die Hände auf und sagen dieser Welt, die uns solches Leiden zufügt, du gehörst trotz allem Gott. Wir verlassen sie nicht, wir verwerfen, verachten, verdammen sie nicht. Wir geben ihr Hoffnung. Wir legen die Hand auf sie und sagen, Gottes Segen komme über dich. Und das sogar in dieser Welt, die von einem Tag auf den anderen eine andere wurde, wie ein fremdes Land. Gottes Segen, da hat man nicht so viel in der Hand. Und doch dürfen wir vertrauen, wir sind gesegnet und behütet und wir tragen Gottes Segen in alle Winkel der Erde, lassen die Welt wissen, du gehörst trotz allem zu Gott und Gott gehört trotz allem zu dir, auch wenn das gerade hier in Plötzensee vielleicht manchmal ganz unmöglich klingt. Aber dies Unmögliche ist der Segen Gottes, sagt Dietrich Bonhoeffer. Der Segen Gottes, der durch uns in die Welt kommt, sogar in diese ganz andere Welt, in der wir seit dem 25. Februar leben. Darauf
lasst uns vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Zu ihm wollen wir uns bekennen und miteinander das Glaubenslied singen. Bereiten wir uns nun vor, das Abendmahl mit Jesus, mit allen Verstorbenen und Lebenden und für alle Verstorbenen und Lebenden zu feiern. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unsere Gaben dir gefallen. Gütiger Gott, in den Gaben von Brot und Wein bringen wir unser Leben vor dich hin. Nimm es an, wandle diese Gaben und wandle uns in ihnen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben durch unseren Herrn Jesus Christus. In dankbarer Liebe gedenken wir seines Todes, bekennen seiner Auferstehung in lebendigem Glauben und erwarten voll Hoffnung und Zuversicht sein Kommen in Herrlichkeit. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es ihnen und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihnen den Kelch und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vorfahren, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Gabe, die du selbst deiner Kirche bereitet hast und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Gabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für Papst Franziskus, die Gemeinschaft der Bischöfe, die Bischöfe aller Kirchen, der Kirchen der Reformation, der Kirchen der Orthodoxie, die in diesen Tagen zerrissen sind,
für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Und wir empfehlen dir an dieser Stelle besonders diejenigen, die hier ihr Leben gelassen haben, ermordet wurden, gehängt wurden und denen du ein gütiger Vater geblieben bist. Denn du gedenkst, dass wir deine Kinder sind und schenkst uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde, des Todes, des Krieges, der Gewalt befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen heute das Vaterunser singen in der Weise, in der die Orthodoxie das Vaterunser singt. Und vielleicht können wir in diesen Tagen besonders daran denken, dass in dieser Melodie das Vaterunser gesungen wird, in allen orthodoxen Kirchen. Und das macht die ungeheure Herausforderung deutlich, was es bedeutet, wenn in Moskau, genauso wie in Kiew und heute hier, wir das Vaterunser beten. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir versöhnte Kinder Gottes sind. Aber wir haben die Hoffnung, dass es diese Versöhnung gibt. Und deswegen wollen wir als Geschwister vereint zu unserem Vater im Himmel beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, da wo wir trennen, wo du nicht trennst, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und durch sie der ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander einen Blick des Friedens. Gib uns deinen Frieden, mein Lieb, uns deinen Frieden.
Seht, Brot und Wein, Zeichen des auferstandenen Herrn in unserer Mitte, der sein Leben für uns hingibt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du stärkst uns mit dem Brot des Lebens. Lass uns in der Kraft dieser Speise mutig unseren Glauben bekennen. Und wie die Männer und Frauen des Widerstandes Gerechtigkeit und Wahrheit verteidigen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommt. Lasst uns füreinander und miteinander beten. Vom Segen Gottes lebt die Welt, und so legen wir unsere Bitten in sein Erbarmen unter seinen Segen. Wir danken für Frauen und Männer, die um des Lebens willen gestorben sind, die sich zum Guten bekannt haben und gegen den Strom geschwommen sind. Wir bitten für uns und alle, die heute in Verantwortung für andere stehen, für unser Land, für Europa und die ganze Welt, um Mut und Einsicht für das rechte Wort und das rechte Tun zur rechten Zeit. In den letzten Jahren haben sich Angehörige von Personen gemeldet, die nicht mit den Attentaten vom 20. Juli oder vom Bürgerbräukeller angezielt waren und die dennoch dabei umgekommen sind. Wir bitten für sie und für ihre Angehörigen.
Wir bitten für alle Menschen, die Entscheidungen in schwierigen, unauflöslichen Dilemmasituationen treffen mussten und auch heute wieder im Widerstand gegen Diktaturen und Aggressoren treffen müssen. Guter Gott, schenke ihnen deinen Geist der Wahrheit und der Demut und löse in deiner Barmherzigkeit die Widersprüche auf, die wir nicht auflösen können. Wir bitten für die vielen Männer und Frauen und Kinder, die heute in den Städten und Dörfern der Ukraine bedroht, verletzt oder getötet worden sind und werden. Und für alle, die um liebe Menschen trauern. Misericordia. Wir bitten für alle Menschen auf der Flucht in der Ukraine und in den Nachbarländern. Für alle, die den Geflüchteten eine sichere Unterkunft, Nahrung und Hilfe aller Art geben. Wir beten auch für die Familien und die Einzelnen, die in ihre ukrainische Heimat zurückkehren. Misericordia Domini in aeternum cantabo. Wir bitten für alle, die mit Hilfsorganisationen unterwegs sind und unter großen Gefahren Hilfe zu den Notleidenden bringen. Wir bitten für alle, die sich nach Gerechtigkeit und Frieden in der ganzen Welt sehnen. Wir beten für die Frauen und Männer in Politik und Diplomatie, die das Gespräch suchen und vermitteln könnten. Für die vielen in unseren Kirchen und Religionen, die nach Wegen zum Frieden suchen. Wir beten für Politik und Wirtschaft angesichts der großen Probleme in unserer Welt, für die vielen, vor allem in Nahost und Afrika, die Getreide aus der Ukraine brauchen, für alle, deren wirtschaftliche Existenz in Gefahr gerät, für Gottes Schöpfung, die unter dem Krieg, unter den Kriegsfolgen leidet. Das sind so viele Bitten, Gott, und so viele Anliegen, die hier unausgesprochen bleiben. Du kennst sie alle, Gott des Friedens, und bist bei den Menschen in Not. Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. Dies Unmögliche ist der Segen Gottes. Auf ihn vertrauen wir in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Setzen Sie sich bitte noch einen Moment hin. Bevor wir um den Segen bitten im Lied, gibt es noch eine Ankündigung zu machen. Herr von Steiner und Steinrück.
Eine technische Ankündigung und eine Bitte. Wir freuen uns, wenn wir uns hier alle zahlreich zur Feierstunde um 15 Uhr versammeln können. Aber für die eine oder den anderen mag es dann doch zu warm werden. Es besteht die Möglichkeit für bis zu 70 Personen in der GDW, die Feierstunde im Livestream zu verfolgen, in einem der Säle dort. Also das wollten wir nur sagen. Und eine Bitte: am Ende dieses Gottesdienstes werden hier einige jüngere helfende Hände gebraucht, um den schönen Schirm etwas zu bewegen. Vielen Dank. So, und lass uns nun mit dem Lied von ganzem Herzen um den Segen bitten, mit dem wir dann den Gottesdienst beenden werden. Geht in diesen besonderen Tag im Vertrauen, dass Gott segnend mit euch geht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr neige dir das Antlitz zu und schenke dir Frieden. Dazu segne euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.